Erwachsenen gibt man oft den Rat, abends ein Glas Wein oder einen Cocktail zur Entspannung zu trinken. Der Schlafexperte Dr. Jason Onk von der Northwestern University bestätigt, dass Alkohol ein Hilfsmittel sein kann, um schneller einzuschlafen. Alkohol ist nun mal ein Beruhigungsmittel. Aber wenn du erst mal eingenickt bist, wirst du wahrscheinlich nicht so tief schlafen wie sonst. Alkohol unterdrückt die REM-Schlafphasen, von denen man weiß, dass sie mit der Speicherung von Erinnerungen und emotionalem Wohlgefühl zusammenhängen. Außerdem ist es nach Alkoholkonsum wahrscheinlicher, dass man schnarcht. Das hast du sicher schon einmal erlebt. Und das alles kann zu unruhigem Schlaf führen,